Einen wunderschönen guten Tag zurück zu Soma. Soma, der Soma kommt. Aber ich dachte, Winter is coming. Oh, ich hab gespuckt. Vor Aufregung habe ich gespuckt, weil ich jetzt... Ich weiß nicht, ob ich Taschenlampe möchte oder nicht. Ach, du verarsch mich doch. Nein. Doch. Scheiße, Alter, ist er dein Ernst? Ist er dein beschissener Ernst? Okay, hat mich nichts getötet. Wundert mich ein bisschen. Dieses schwarze Zeug, was ist das? Das ist doch kein Öl, oder? Ist das Öl? Das ist ja... Was sind da für komische Strukturen überall, die wachsen? Und da sickert diese Kacke raus, ey. Was ist das für eine Scheiße? Was ist los mit den Leuten hier, Alter? Was ist los mit euch? Was macht ihr hier für komische... Was ist das denn hier, Bauschaum? Was ist... Na. Ach du Kacke. Was ist mit ihr? Ja, ist klar. Wenn es sonst nichts ist, wa? Alter Verwalter. Hey, are you? Don't hurt me! Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters of Holland, tell them I need help, okay? Amy needs help. Oh, das ist Amy. Amy needs help. Also ich sehe schon, wir können die Stecker ziehen. Und sie erlösen, in Anführungsstrichen. Aber ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, es gibt mehrere Wege. Da habe ich mich auch schlau gemacht gerade nochmal. Und zwar bei dem, wo das fette Vieh uns angegriffen hat, da war ja diese Produktionslinie mit den Schweißrobotern. Und da lag ja dieser Karl, ne? War ja Karl im Prinzip, aber halt in einem Roboterkörper. Und da war ja auch ein Hebel. Wir haben den anderen Hebel gezogen, aber den hätte man auch ziehen können. Der ging ja dann nicht mehr. Hätte man den Hebel gezogen, hätte man Karl Schmerzen zugefügt, weil man da den Strom angeschaltet hätte, anstatt da hinten den Strom überbrückt. Oder ich weiß es nicht. Hätte wohl auch funktioniert. Wäre aber beschissener gewesen, also beziehungsweise wäre das brutaler gewesen. Und hier ist jetzt auch wieder so ein Ding. Also ich glaube, wir könnten einmal die Stecker ziehen. Aber... Y Shuttle Station. Stromkreis reservieren. Grundsysteme Strom an. Gleise Shuttle offline. Sicherheitssysteme offline. Was ist das? Hier. Strom. Ich habe Strom gemacht. Was ist das? Sieht aus wie so ein Plackbandabroller, ey. Hier, Amy. Ah, warte. Hier, Amy. Ah. Ich werde mich jetzt mal eben nochmal schlau machen. Das heißt schlau machen. Kann ich das? Nee. Muss ich sie töten? Oder gibt es einen anderen Weg? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Na, wenn man mal ganz ehrlich ist, gibt es ja hier nicht besonders viele Möglichkeiten, ne?
Nee. Nee. Also eigentlich kann ich ja hier nicht viel machen. Also wir müssen halt Shuttle anlaufen kriegen. Nach Möglichkeit ohne Amy zu töten. Aber das ist vielleicht auch gar nicht machbar, weil offensichtlich brauchen wir Strom, um hier überhaupt irgendwas zu machen. Ich dachte, dass man hier vielleicht jetzt... Ne, vielleicht ganz kurz Strom? Nein. Das geht nicht. Wenn ich mich hiermit verbinde. Jesus Christ! What the hell? Da hat uns auf jeden Fall jetzt regeneriert, wobei wir eigentlich gar nichts verloren hatten. Ne? Hat aber auch sonst nichts gebracht. Also, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die ich aber einfach nicht sehe. Das ist natürlich gut möglich. Weil das hier habe ich noch nicht verstanden. Warte mal. Ja, ich suche jetzt ja bestimmt hier nicht Schrauben zusammen. Und ich weiß auch nicht, was das da sein soll. Links. Ich dachte, dass man vielleicht irgendwas sieht, dass der Zettel einem sagt, hey, geh nach da, mach das und dann kannst du auch fahren. Sehe ich aber irgendwie nicht. Wir gehen nochmal eben hier hoch. Zugriff gewährt. Kann ich auch nicht mehr mit interagieren. Also uns bleibt nur der Weg nach Amy. Ja, was uns dann auch nur zu einer Möglichkeit führt, und zwar diese Stecker dazu ziehen. Ups. Ich weiß natürlich noch nicht genau, aber ich meine ganz offensichtlich, die ist ja mit dem Ding verkabelt. Wenn ich jetzt die Stecker da ziehe, werdet ihr bestimmt nicht so gut gehen, ne? Schätze ich jetzt einfach mal. Main Trans. Ja. Ja. Kann man da vielleicht irgendwas... Kann ich hier... Ey. Kann ich hier irgendwas machen? Dass hier vielleicht irgendwie was runterfällt. Ne? Dass er vielleicht irgendwie, wenn hier was, dass man da irgendwo rankommt. Hier ist auch nochmal ein fettes Kabel. Da geht er rüber. Kommt hier aber nicht raus. Doch da. Geht hier rein, ja. Hier. Was ist das hier für eine komische Wumme? Kann man damit irgendwas tun? Offensichtlich nicht. Hä? Oh, was war das hier? Nee. Hm. Ist auch keine Axt oder so, wa? Ich dachte vielleicht, ich hätte eigentlich wieder... Nein! Fick dich. Schade. Ich dachte, vielleicht... Hä? Nee, tut mir leid. Falls ihr eine Lösung dafür kennt, dürft ihr die gerne mal in die Kommentare schreiben, aber...
Gibt es vielleicht einen Unterschied, was man hier nimmt? Also der hier. Also sprich, der untere geht zum Kopf. Kann ich den vielleicht. Shit, are you okay? Okay, ja, da muss die Lampe auch noch reinscheinen jetzt, ne? Stabil, Strom an. Also, ja, vielleicht hätte man sie gar nicht ganz töten brauchen. Aber, ich meine, ganz im Ernst, will man, dass die hier weiterlebt? Also, lebt? Weil, ja, wirklich leben würde ich jetzt auch nicht nennen, ne? Hast du das? Toll. Ich hab schlechtes Gefühl dabei. Ich hab ganz schlechtes Gefühl hierbei. Das sieht irgendwie anders aus als gerade. Irgendwas ist anders. Irgendwas ist anders, oder? Ja, da ich das auf G gelegt habe, ist nicht so geil. Ich muss jedes Mal nach G gucken. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt sehr wahrscheinlich die Möglichkeit. Okay, wir haben Strom gemacht. Strom ist an. Warum nicht? Was habe ich falsch gemacht? Strom ist an. Habe ich irgendwas nicht richtig gemacht? Oh. Du willst mich jetzt schon direkt da reinlocken, ne? Was steht denn da drauf eigentlich? Shuttle Link. 2Y, Theta, Omikron, Nummer Theta, Delta und Lambda. Wir wollen nach Lambda, oder? Soweit ich weiß. Wollen wir doch nach Lambda. Jetzt ist der Strom an. Soll ich nochmal zurückgehen? Ich meine, vielleicht haben wir irgendwas sonst verpasst. Ist zwar total dumm, ich weiß. Aber ich möchte halt gerne nichts verpassen. Weil aus irgendeinem Grund ist ja die Tür da hinten noch verschlossen. Aber hier kann ich auch nichts machen. Hier kann ich nichts machen. Da schon alles richtig so wie das ist. Naja, das fast richtig. Ich weiß gerade nicht, warum die Tür da hinten zu ist. Das stört mich ein bisschen, weil ich hätte gerne gewusst, was da drin ist. Aber manchmal, es gibt ja auch Spiele, die wollen einen richtig ficken. Na, hast richtig gehört. Die dann einfach so eine Tür da hinstellen, wo du nicht aufmachen kannst. Damit du dich fragst, warum du falsch gemacht hast, dass du die nicht aufmachen kannst. Gibt es auch. Ja. So Türen gibt es auch. Habe ich mir sagen lassen. Ja, und die hier scheint dazu zu gehören, weil Strom noch anders machen kann ich nicht, kann ich auch nicht anklicken. Und hier? Geht nicht. Warum nicht? Was habe ich hier vergessen?
Kann ich vielleicht oben jetzt nochmal an der Dingsterminal? Oh, hier ist ganz zu. Oh, fuck. Das hatten wir schon. Ja, komm mal. Scheißegal jetzt. Also, wir sind Epsilon A, B sind wir jetzt, ne? Da geht es als erstes direkt nach Lambda. Da wollen wir auch hin. Dann nach Theta oder Delta. Okay. Das hier ist blau, das nicht. Könnte sein, dass das Landlinie ist und das Wasserlinie. Und das hier sind diese... Wir haben ja diese Zeppelin-Dinger gesehen. Vielleicht... Also diese Shuttles. Das könnte so ein Shuttle-Verkehr darstellen. Weiß ich nicht. Dass das hier die... Ich weiß es nicht, aber so was könnte ich mir denken. Ah, Luftschleuse. Reparatur ist ja Duplex-Pumpe zweimal. Mehrzweckreiniger einmal. Ventilpaket fünfmal. Dichtungsringe zehnmal. Schlagschrauber einmal. Flexibelrohre viermal. Ist aber nur eins angekreuzt. Ach du Scheiße. Shuttle J6 activated. Standing by. Oh shit. Ah ja, roten Knopf drücken. Wir möchten nach Lambda. Okay. Kann auch nicht gut gehen. Welcome to Pathos 2. Your expressway to the stars. What started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the Omega Space Gun, the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station spans multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together, they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep sea construction. We are now leaving Upsilon for Lambda. Lambda is Pathos 2's shipping dock and transportation hub. There, you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. Okay, cool. Haben wir wieder was gelernt? Objektiv, Warnung, Gleis blockiert. Was? 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 War so klar, dass das nicht reibungslos läuft. Ah, Kacke. Toll, jetzt sind wir verwundet. Haben unseren wunderschönen 3D-Effekt. Da war schon irgendwie klar, dass das nicht funktioniert, ne? Wieso gibt es überall Feuerlöscher, die man benutzen? Kann man mit denen irgendwas, kann man mit denen irgendwas machen? Kann man damit Gegner hauen? Das macht aber absolut keinen Sinn. Ich weiß auch noch nicht so ganz, was die Störfrequenz, obwohl das auch wieder Sinn, wenn wir ein Roboter sind. Schadet uns das.
Incoming call. Simon. Simon, are you there? Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for suspected hull breach. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Well, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What is that? What's going on up there? I gotta go. See you soon, Simon. Catherine? You okay? Okay. Ja, jetzt wissen wir ungefähr, was wir machen müssen. War klar, dass das nicht reibungslos verläuft, oder? War so klar. Naja, gut, dann ist das halt so. Wir machen erstmal einen Cut und nächste Folge schauen wir mal, ob wir diese komische, wie hieß das jetzt? Schleuse oder was? Luke oder was? Keine Ahnung. The Hatch. Weißt du, Lost? Na egal. Finden und dann schauen wir mal, was da so. Was wir da so. Wo wir eigentlich hin müssen jetzt? Weil wir wollen da Lambda. Lambda. Wir sind jetzt irgendwo in der Kanalisation. Naja. Schauen wir mal nächste Folge, was der Tag so bringt, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.